Eins ist sicher, Freunde. Hör mal zu, Zeit ist meine Zeit. Ihr habt Zeit jetzt, also für Hör mal zu. Willkommen. Danke für dein Abo. Hör mal zu präsentiert Heinz Schimmelpfennig und Günther Ungeheuer in Ewige Rivalen in Stereo. Danke für dein Like. Wir befinden uns jetzt, meine Damen und Herren, auf der weltbekannten Schwarzwald-Hochstraße, die sich von Freudenstadt nach Baden-Baden zieht. Zur linken Hand der Kniebiss mit seinen Hochmooren und Moorschwimmbädern. Nein, Sie können sie von hier aus nicht sehen. Rechte Hand ein Skilift mit Flutlichtanlage für die Nachtpistenbegeisterten. Auch den können Sie von hier aus nicht sehen. Wir werden während der Fahrt eine Höhe von ca. 1000 Meter passieren. Und zwar kurz unterhalb der höchsten Erhebung. Wenn wir nicht die Plätze tauschen, wird es immer ganz anders, wenn es so abschüssig ist. Wo ist es denn hier abschüssig? Na, warte mal, gleich in den Bergen. Du Angsthase. Ja, und nun, meine Damen und Herren, überlasse ich Sie für einen Augenblick dem eigenen Eindruck dieses wohl berühmtesten europäischen Mittelgebirges, das seinen Namen übrigens von der unheimlichen Wirkung seines dunklen Fichtenbestandes hat, der in der Dämmerung oder nachts fast gespenstisch wirken kann. Woher auch die vielen Erzählungen von Geistern, Gnomen, Waldschraten und ähnlichem herrühren. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu unserem nächsten Halt, dem bekannten, sagenumwobenen Mummelsee. Er liegt 1032 Meter über dem Meeresspiegel, ist 3,7 Hektar groß und 17 Meter tief. Der Mummelsee soll seinen Namen davon tragen, dass Seeweiblein oder Mümmlein darin hausen. Unter dem strengen Regiment ihres Vaters, des alten Nix, also ein Wassermann, der sie übrigens vor dem Hotel begrüßen wird und mit dem sie sich fotografieren lassen kann. Wie immer darf ich Sie bitten, dass wir erst die Zimmerverteilung regeln. Der Rest des Tages, beziehungsweise abends, steht dann zu Ihrer Verfügung. Abendessen ist 7:00. Ja, wieso denn Zimmerverteilung? Bitte? Übernachten wir denn hier? Aber das war doch Ihrem Plan ersichtlich. Ich dachte, wir fahren durch bis Baden-Baden. Ja, also ich bin auch ganz überrascht. Nein, nein, wir bleiben diese eine Nacht hier und dann die folgenden Tage in Baden-Baden. Das war doch klar, oder? Ja, so hatte ich es auch verstanden. Ach. Was ist denn? Nichts. Mit Ihrem Einzelzimmer klappt es diesmal leider nicht, Fräulein Turowski. Aber nee, ich will aber machen. Wo ist sie denn? Was? Wer? Ja. Fräulein Turowski. Sie wäre doch eben noch tot. Nee, diese extra Lust. Wer fehlt? Martha. Martha, Martha, du Entspannt. Bitte seien Sie doch noch mehr holen. Schwester Annemarie, ja. Würden Sie dann das Zimmer mit Fräulein Turowski teilen wollen? Naja, wird mich ja nicht gleich umbringen wollen, ne? Ich bitte. Ah, nichts. Sie macht Scherze. Moment. Da hat jemand seinen Koffer stehen lassen. Ja, da hat jemand seinen Koffer stehen lassen. So, gehen Sie noch ein bisschen mal in die frische Luft? Ja, die ist hier oben bei Ihnen ja so ganz besonders. Ja, Schwarzwaldluft, liebe Frau. Ja, es wird sich, das riecht ja, ordentlich nach Tadeln. Ja. Entschuldigung, ist Herr Kladde im Haus? Herr Kladde? Von der Reisegesellschaft. Ach so. Herr Kladde, Kladde. Zimmer 34. Nein, er ist nicht auf seinem Zimmer. Ja, Freund Turowski. Haben Sie, das? Sie sind Freund Turowski. Haben Sie Freund Turowski, da haben wir ja alle beisammen. Wollen Sie bitte so freundlich sein und sich hier einbringen? Haben Sie vielleicht einen Gefahr? Ach, das ist... Wo haben Sie denn gesteckt? Bitte, gnädige Frau. Haben Sie vielleicht Herrn Kladde gesehen? Ja, den habe ich eben am See getroffen. Haben Sie machen noch einen Spaziergang. Mit ihr? Mit Fräulein Kern, ja. Was hat sie? Ist sie krank? Weiß es nicht. Guten Abend. Sagen Sie, Sie schließen doch nur schnell noch nicht ab. Wir wollen noch ein bisschen an die frische Luft. Ja, wenn Sie länger bleiben wollen, gebe ich Ihnen besser einen Nachtschlüssel mit. Nein, länger nicht, sondern den hier. Sagen Sie das nicht. Es gibt Leute, die müssen partout nachts baden. Oh, oder machen eine Mondscheinwanderung. Ja, der scheint ja heute nicht. Nein, liebe, Sie wollen jetzt noch fotografieren? Gerade jetzt. Das erleuchtete Hotel, Reflexe auf dem See. Na dann viel Spaß und viel Erfolg. Guten Abend, Herr Amte. Kurt! Hast du das gehört? Du, da passiert was.
vom See. Ja. Hilfe! Herr Irin, was ist denn los? Die Dorfski draußen im See, im Wasser, kommt sie! Nein. Ertrunken. Handtücher, Zimmer 7, ja. Wieso ist das nicht möglich? Komm, jetzt mach schon zu, die Tante steht unter der Dusche und kann sich nicht abtrocknen. So, da sind wir wieder. Und der? Ist das schön gewesen? Ausgezeichnet. Obwohl man, 27, bitte, man unterschätzt hier im Gebirge doch die Entfernung ganz gewaltig. Also ich hatte mir ausgerechnet... Ein Arzt! Rufen Sie sofort einen Arzt! Hey, ist was passiert? Frau Drowski, hinten am Steg. Bitte rufen Sie doch an, vielleicht kann man noch was machen. Ja, ist sie verunglückt? Wir haben sie aus dem Wasser gezogen. Was? Der Arzt kommt aber von Seebach. Bis der da ist? Warum hat sie denn das gemacht? Komm, beruhige dich. Sie wäre ja auch immer so durcheinander. Ja. Sie war ja nicht nüchtern. Ich glaube kaum, dass das Selbstmord war. Was denn dann? Wir haben die Scheine. Schrecklich. Die waren doch auch am See. Leia, und? Ja, wenn Sie da waren, dann müssen Sie es doch auch gehört haben. Ich habe nichts gehört. Ja, ich schon, aber wer denkt denn gleich an so... Na, was ist, meine Herren? Fertig? Tja, da ist nicht viel zu machen. Das halbe Hotel hat auch noch rumgetrampelt. Außerdem haben Sie es ja auch rausgeholt und hingelegt. Und, wie sieht's aus, Doktor? Naja, bin mir noch nicht ganz im Plan. Wahrscheinlich sind es konkurrierende Todesursachen. Ja, sicher ist, dass die Frau angegriffen wurde, und zwar von hinten. Sie hat vorne am Hals, an der Kehle... ganz deutliche Druckspuren von Fingernägeln. Ja, andererseits waren ihre Hände im Schlamm, im Dreck verkrampft. Also muss sie noch unter Wasser gelebt haben. Erdrosselt und ertränkt. Ja. Möglich. Aber genaueres kann erst die Obduktion ergeben. Wann wissen wir es? Oh. Wahrscheinlich morgen früh. Gut, danke. Ihr kümmert euch um den Transport. Die Personalien von den Leuten aufgenommen. Alles okay, Metzger passt auf, dass sie nicht quatschen. Hotel voll? Ausgebucht. Zu groß, oder? Naja, dann wollen wir mal. Wollen ist gut, ne? Bis morgen, meine Herren. Ja, wieder schön. Na, wie lange sollen wir denn noch hier warten? Bestimmt. Man ist doch warm. Kann man nicht wenigstens ein Bier kriegen, oder sowas in der Art? Ich finde Sie ziemlich taktlos, Herr Klein. Bitte, meine Damen und Herren. Im Interesse der Wahrheitsfindung möchte ich Sie bitten, sich nicht zu unterhalten. Wahrheitsfindung. Was habe ich immer mit der ganzen Sache zu tun? Ja, und ich, Herr Glatte, was habe ich damit zu tun? Ich muss auch warten, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. Bitte um Entschuldigung, meine Damen und Herren, dass es etwas länger gedauert hat. Aber ich hoffe, Sie haben Verständnis. Die Sache ist doch viel ernsthafter, als wir alle zunächst wohl angenommen haben. Mord. Ja, so sieht es aus. Oh, yes, ist gut. Ich denke nur, je rascher wir die Sache aufklären, desto besser auch für Sie. Schließlich sind Sie im Urlaub und wollen weiter. Oh, würden wir denn doch länger hier blieben? Kann ich noch gar nicht sagen. Nein, das geht nicht. Morgen ist das Hotel wieder ausbucht, wieder ein ganzer Bus. Wir klären ja alles so schnell wie möglich. Zunächst möchte ich ein paar Fragen an Sie stellen. Es ist übrigens meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie vor der Polizei Ihre Aussage auch verweigern können, aber... Wer zur fraglichen Zeit in der, also zwischen 9 und 10 in der Bierstube war, der hebt jetzt ganz einfach die Hand. Ich kam später dazu, aber wie es passiert ist, war ich unten. Wir haben Karten gespielt. Woher wissen Sie denn, wann es passiert ist? Darf ich etwas sagen? Er war nicht da. Ulrich! Woher wählten Sie denn das? Ich weiß das. So viel als ich das wählten, du. Wären Sie auch nicht in der Bierstube? Ja, eben, weil... Moment, Herr... Friedrich von Rübnitz. Herr von Rübnitz. Ich glaube, bei diesen Meinungsverschiedenheiten wird es am besten sein, wenn wir uns kurz unter vier Augen unterhalten, wenn ich Sie kurz an ihn anbitten darf. Also, Herr von Rübnitz, Sie wissen, dass Herr Brödersen, ist der Mann. Ja, ich bin ihm zur fraglichen Zeit begegnet, und zwar oben am Personalhaus. Das liegt jetzt was abseits, oberhalb... Ja, ich weiß. Bitte nehmen Sie Platz. Was haben Sie denn zu dem Zeitpunkt da gemacht? Wo? Na da im Personalhaus. Schreiben Sie sich eigentlich mit IE? Ja, mit IE. Ich bin da vorbeigekommen. Ich hatte eine Wanderung unternommen und habe mich etwas verspätet. Wissen Sie, diese Entfernungen hier im Gebirge, wenn man so aus dem Flachland kommt. Ich wohne in Kiel. Ich weiß. Ah ja. Verstehe. Ja. Haben Sie eigentlich den Schrei gehört? Nein, wieso? Naja, weil Sie sich doch genau zu dem Zeitpunkt der Tat...
außerhalb des Hotels befanden. Ja, aber das war doch unten am See. Und da ist doch dieser riesen Kasten dazwischen. Der hält doch jeden Ton ab. Hören Sie, ich habe das Gefühl, Sie verhören mich hier. Ja, natürlich tue ich das. Natürlich, ja, das ist Ihre Pflicht, ich verstehe schon. Aber ich habe ein Alibi. Und das wäre? Ja, eben dieser Herr Brüderson. Der hat mich gesehen. Ich meine, er muss mich gesehen haben. Er behauptet, in der Bierstube gewesen zu sein, aber das lässt sich ja nachprüfen. Herr Kommissar, damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich möchte den Mann in keiner Weise verdächtigen. Im Gegenteil, er ist ja mein Alibi. Aber ich könnte Ihnen da Details über diese ganze Angelegenheit sagen, die ich beobachtet habe. Ja, gut, die, später, Herr von Rüden. Ja, wie Sie wünschen. Herr Brüderson, wenn ich Sie einen Augenblick bitten darf. Einen Moment, Chef. Ja? Ja. Ich wollte Sie noch was fragen. Nein, kommen Sie. Nehmen Sie einen Augenblick Platz, bitte. Ja? Entschuldigung. Die Wirtin, die Chefin, also sagte mir gerade, Herr Brüderson kurz vor der Tatzeit im Keller getroffen. Da hat er aber normalerweise gar keinen Zutritt zu als Gast. Er hat ganz komisch getan und nach den Toiletten gefragt. Die liegen aber genau auf der anderen Seite. War zu der Zeit sonst noch jemand im Keller? Ja, der Wassermann. Wer bitte? Ein junger Mann, der sich tagsüber als Wassermann verkleiden, mit den Touristen fotografieren lässt und irgendwelche Hilfsarbeiten macht. Der hatte da gerade Flaschen gestapelt. Wassermann. Naja, also hören wir uns erstmal den Brüderson an. Hier ist der eine. Ja. Herr Brüderson, bitte. Sie sprechen Deutsch, Herr Brüderson. Ja, ein wenig, aber schlecht. Macht nichts. Wenn Sie irgendwas nicht verstehen, dann bitte schön. Danke. Dann fragen Sie mich. Sie sind Mrs. Miss Anne Springfield, Greenwich. England. Yes, of course. I'm most terribly sorry, but I don't speak German. Können Sie mir helfen? Ich kann nur ein paar brauchen. Ja, hier, Frau Dr. Lawrence, die ist doch Lehrerin. Für Englisch? Auch, ja. Kennen Sie vielleicht die Freundlichkeit? Was durchaus sein muss. Danke. Sie können nicht mal Englisch. Oh, bitte sei doch still, Klaus Dieter. Ja. Wo waren Sie eigentlich? Auch auf meinem Zimmer. Sie sind Fräulein... Frau Dr. Lorenz. Sie sind nicht verheiratet? Nein, aber diese Anrede steht mir zu. Entschuldigung. Haben Sie ein Alibi, Frau Doktor? Alibi? Nein. Ich meine, hat sich jemand gesehen, oder? Auf meinem Zimmer? Ja, hier Wingert. Herr Schäufel, ich muss Sie noch mal belästigen. Lorenz, Zimmer 7. Ja? Ja, die war auf ihrem Zimmer. Hat noch eine Handtücher geleitet. Ja, bitte. Bitteschön. Aber Herr Brüderson, erst wurden Sie im Keller gesehen, dann hinter dem Haus und nein, Sie nein, dass nein, Sie... nein, ich habe nicht mit dieser Historie zu tun. Ja, aber wo waren Sie denn nun wirklich? Na? Zeigen Sie an. Wen? Mich. Warum denn? Schmuggeln. Was, schmuggeln? Ja, was haben Sie denn geschmuggelt? Heften. Heften? Ja. Verstehe ich nicht, was? Danske, dänische Heften. Ach so. Ja. Porno. Ja. Aber es handelt sich doch wohl nicht um größere Mengen, oder? Nein, nein, ich habe nur meinen Koffer. Aber meine Frau muss nicht wissen, dass ich diesen Heften abnehme. Und die wollten Sie hier verscherbeln, oder wie? Ich verstehe nicht. Ja, verkaufen. Oh ja, verkaufen. Ja, ja, das ist meine Frau ja sehr reich. Was, reich? Reich, ja, reich. Sie haben viel Geld und wenn wir verheiratet waren, da habe ich einen armen Mann. Ja, und ich musste jeden Tag fragen für jede Krone von ihm. Und da wollten Sie sich hier ein bisschen was zuverdienen fürs Bier. Ja, 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 das ist... sehr gut Geschäft, ja, in Dänemark, das ist sehr billig und das ist sehr teuer hier in Deutschland. Sie wollten den Schweinekram doch wohl nicht im Keller verkaufen? Nein, oh nein, das war Vatermann, der war interessiert und ich gehe in den Keller und dann kommt der Frau von dem Hotel und dann wollte er Wassermann, ja, wollte nicht, dass sie sieht, dass er die Heften verkauft. Und dann sage ich, wo ist die Toilette? Ja. So ist die Sache. Und da haben Sie sich dann später am Personalhaus mit diesem
Wassermann getroffen, um das Geschäft perfekt zu machen. Ja, ja, so hat er gesagt. Ja, und da ist Herr von Riebnitz vorbeigekommen. Riebnitz, ja, ja. Sie haben ihn gesehen? Ja, ja. Aber Riebnitz, er hat mich gesehen. Ja. Oh. Damit seien Sie doch froh. Sie haben ein Alibi, vorläufig jedenfalls. Ja, ja. Aber meine Frau muss nicht wissen um diese Hälfte. Von mir wird sie jedenfalls nichts erfahren. Aber bitte, bitte. Sie können sich darauf verlassen, bestimmt nicht. Im Übrigen, ja, haben wir jetzt ganz andere Sorgen. Herr Wiesenow, bitte. Wiesenow, ja, ich bin der Fahrer. Ich war in der Küche. Das können die da bezeugen. In der Küche? Was haben Sie denn da gemacht? Ich habe mich ungesehen, was es gibt. Hatten Sie noch nicht zu Abend gegessen? Doch. Wir posieren weiter mit uns, Welle. Ach, so ist es. Und Sie können das bestätigen? Ich mache mit ab. Sagen Sie mal, ist das eigentlich erlaubt, dass Sie uns so lange hier festhalten? Wenn es nicht erlaubt wäre, würden wir es nicht tun, Herr... Kladde. Herr Kladde. Wir sind Beamte, wissen Sie? Ich habe mir zunächst mal die vom Bus vorgenommen, bis auf diesen Kladde und Fräulein Kern heißt sie. Der Mann wird zusehends nervöser, da dachte ich, den spare ich mir bis zum Schluss auf. Mir, wollten Sie sagen. Nein, selbstverständlich. Übrigens waren die beiden die einzigen, die zur Tatzeit unmittelbar am See waren. Von denen im Bus? Ja, natürlich. Wegen halt nicht eingleisig waren. Das kann genauso gut irgendein Hotelgast gewesen sein, der mit der Reisegesellschaft überhaupt nichts zu tun hatte. Irgend so eine bematschte Type, die plötzlich einen sexuellen Rappel kriegt, wäre ja nicht das erste Mal. Schießen Sie mal los. Also, die meisten waren in der Bierstube. Der Busfahrer war in der Küche den Mädchen und den Rock fassen. Auf ihrem Zimmer waren die Kleine, die Tochter von Frau Falk und die Lehrerin, Dr. Lorenz heißt sie, das scheint zu stimmen. Tja, auch die Engländerin, die hat angeblich Tagebuch geschrieben. Das habe ich mir übrigens mal geben lassen. Muss ja irgendwas eingetragen haben. Übrigens, die Lehrerin, die kann das übersetzen. Wieso die Lehrerin? Können Sie so gut Englisch? Ja. Das ist ja prima. Unverschämtheit. Entschuldigung. Der junge Mann, Michael Niebel, der war angeblich fotografieren. Ich habe mir den Film mal geben lassen. Nachtaufnahmen hat er gemacht. Da wird sich ja dann feststellen lassen, wo er sich nun im Einzelnen aufgehalten hat. Hat er den Schrei gehört? Er sagt nein. Gleich entwickeln lassen morgen früh den Film. Ja. Brödersen und Riebnitz, die haben Sie ja, nicht? Ja, das scheint soweit in Ordnung zu sein. Falls die beiden nicht unter einer Decke stecken und uns hier ein riesen Theater vorspielen. Ach, Wingert. Hm? Gucken Sie doch mal nach, ob Sie bei diesem Wassermann, wie heißt denn der Junge nur eigentlich richtig? Weiß ich auch nicht. Alle sagen bloß Wassermann zu ihm. Also gucken Sie mal nach, ob Sie bei dem vielleicht Porno finden, will Brödersen ihm zur Tatzeit verhökert haben. Porno? Ja, dänischen, liegt doch nahe, oder? Weiß nicht so, wie der aussieht. Der B treibt ihn ja nicht, der Fair treibt ihn nur. Was schreibt denn die Tante? Hm? Eine neue Eintragung, Datum stimmt. Ah ja, hier, Miss Turowski. Aha. Miss Turowski schien vollkommen betrunken, when she appeared, als sie auftauchte in der Bierstube. I don't believe, ich glaube nicht, dass sie spazieren war. Sie hat wieder mal heimlich ihrem Laster gefreundet. Bloß wo? Alle behaupten, sie nicht gesehen zu haben, bevor sie... Auch während der Fahrt? Während der Fahrt blieb sie wieder lange on the WC. Dass man sich so alles notieren kann. Hat denn der Bus überhaupt eine Toilette? Keine Ahnung. Ja, dann gucken Sie mal nach. Und dann gehen Sie an die Vernehmung der übrigen Hotelgäste, ja? Sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Und die anderen kann ich ins Bett schicken? Ja, natürlich. Und dann schicken Sie mir diesen Herrn Kladde, ja, und die Frau... Kern, Ella. Ja, Kern rein, nicht? Zusammen? Natürlich nicht. Ich bin zuerst. Das ist egal. Und dann geben Sie der Dame dieses Tagebuch zurück. Sobald wir mit der Vernehmung fertig sind, schicken Sie sofort ein Fernschreiben an Kommissar Finke in Kiel. Er möchte alle Namen in Kiel überprüfen und uns sofort Bescheid geben. Wird gemacht, Chef. Gut. Herr Kladde, bitte. Sie sind Klaus-Dieter Kladde, 42, Vertreter, wohnhaft in Kiel. Vertreter für was? Ja, das ist saisonbedingt. Also im Augenblick hätte ich... Naja, lassen Sie das nicht so richtig. Nee. Sie waren mit dem Opfer, also mit Roland Horowski,
Wie soll ich sagen? Befreundet. Gerede. Der Kommissar, alles Gerede. Deswegen frage ich ja. Denn dieses Gerede war das erste, was ich hier oben im Zusammenhang mit dem Fall gehört habe. Und zwar von verschiedenen Seiten. Ja, ja, ja. Die Leute, wenn die nicht zu quatschen haben, ist die nicht froh. Sehen Sie, Herr Kommissar, die Sache ist so, ich bin, wie soll ich sagen, ein lustiger Mensch, nicht wahr? Bei mir muss immer ein bisschen was los sein. Unterhaltung, Menschen, Kurzweil. Das brauche ich, verstehen Sie? Temperamentsfrage, nicht wahr, Herr Kommissar? Zu Fräulein Kern sollen Sie auch in irgendeiner Beziehung stehen. Das sehen Sie, Herr Kommissar. Ich bin eben nach allen Seiten, wie soll ich sagen, offen. Der gegenseitige Kontakt. Verstehen Sie? Ich brauche den Kontakt. Das Gespräch. Das soll ihretwegen zwischen dem Opfer und Frau Kern zu Differenzen gekommen sein. Na, hören Sie, Herr Kommissar, das ist nun wirklich nicht meine Schuld, wenn die beiden Weiber sich mir in den Hals werfen, dass es nicht mehr schön ist. Und nun jeder auch noch glaubt, dass ich sie heiraten werde. Hat Freund Zorowski das geglaubt? Ja, also irgendwie. So genau weiß ich das auch nicht. Das hier, diese Scherben, das haben Sie nicht bemerkt? Nein, wie denn? Ich mache den Bus erst morgens sauber. Abends ist man hundemüde und ist froh, wenn man in die Falle kommt. Und einem Ihrer Fahrgäste ist es auch nicht aufgefallen? Nein, hat niemand was gesagt. Normalerweise meldet man das doch, wenn man so eine Schweinerei vorfindet. Ja, vielleicht war vor dem Halt hier niemand mehr auf der Toilette. Eben. Sie sind von Beruf Laborantin? Ja, im Chemischen Landesuntersuchungsamt in Kiel. Mhm. Frau Turowski war bei der gleichen Behörde beschäftigt? Ja, im Büro. Sie waren befreundet? Ja. Hatten sich gemeinsam zu dieser Reise entschlossen und dann während der Fahrt irgendwie entfremdet. Sie war eifersüchtig. Auf Sie? Ja, sowas gibt's doch, ne? Mein Gott, natürlich gibt's sowas. Ist auch weiter gar nichts dabei. Bestimmt es, dass Herr Klatte Ihnen die Heirat versprochen hat. Muss ich darauf antworten? Nein, das müssen Sie nicht. Haben Sie zufällig gehört, ob Herr Klatte Fräulein Turowski irgendwelche Versprechungen gemacht hat? Wie bitte? Ja, ich meine, auch in Richtung Ehe oder so. Nein. Nein, also das glaube ich nicht. Frau Kern, Sie waren zur fraglichen Zeit mit Herrn Klatte am See. Ja? Ja. Nach den Angaben Ihrer Mitreisenden haben Sie zugegeben, einen Schrei gehört zu haben. Ja, ja, schon, aber ich habe da nicht weiter drauf geachtet. Also, Frau Kern, wenn man so etwas hört, einen Schrei, dann... Naja, schon, aber es gibt doch Tiere. Tiere? Ja, Tiere. Also, ich meine, Eichelhäher, Käuzchen, Katzen, ja schön, die schreien auch. Auf der Bustoilette gefunden. Sagt Ihnen das irgendetwas, Frau Kern? Nein, das... Es ist nur, weil Frau Turowski hat sehr viel getrunken und sie hatte... Sie hatte immer so eine Flasche in der Tasche. Ja, ich danke Ihnen, Frau Kern, es reicht jetzt. Bitte beruhigen Sie sich und ich glaube, am besten ist es, wenn Sie gleich schlafen gehen. Hat der Fahrer jetzt erst bemerkt? Spurensicherung. Die müssen noch mal her. Sieht doch nach einem Kampf aus, oder? Müsste da irgendjemand gehört haben? Nicht während der Fahrt. War der Bus auf dem Parkplatz nicht abgeschlossen? Doch, aber wie so nur der Fahrer sagt, er hätte den Schlüssel später noch mal rausgegeben. Wem? Lüdecke, dem Reiseleiter. Aha. Dann rufen Sie mir den mal an. Es sind nur noch zwei Leute draußen, alle anderen sind schon zu Bett. Da werden wir den Herrn eben wecken müssen. Es tut mir leid, aber ich habe da noch eine Frage. Herr Lüdecke, Sie waren gestern Abend noch mal im Bus. Wieso? Na, Herr Wiesenow hat Ihnen die Schlüssel gegeben. Ach so, ja, war ich. Hat er noch Papiere zu ordnen, Abrechnungen und so weiter? Ach so, hat er die Papiere nicht bei sich in der Aktentasche? Ich meine, im Konzert? Eben nicht alle, nicht wahr? Ich hätte Sachen liegen lassen. Mhm. Ist Ihnen da irgendetwas im Zusammenhang mit der Toilette aufgefallen da am Bus? Hat Sie das jemandem gesagt? Wer Sie? Fräulein Turowski. Also war sie im Bus auf der Toilette? Und wäre es wahrscheinlich jetzt noch, wenn ich nicht zufällig noch meinen Bus zurück wäre und sie befreit hätte. Aber sie hätte sich doch anders bemerkbar machen können, durch Klopfen oder durch Rufen zum Fenster raus. Das glaube ich nicht, Herr Kommissar. Sie war betrunken, und zwar ziemlich. Sie hätte sich zu sehr geschämt. Deshalb hat sie auch gesagt, sie war spazieren. Und warum haben Sie davon nichts gesagt, Herr Lüdecke? Es hat mich niemand danach gefragt. Das, was da am See passiert ist, war Mord.
Kommt Ihnen das nicht ein bisschen seltsam vor, etwas zu verschweigen, was in dem Fall ja nicht ganz uninteressant war? Sie ist tot, Herr Kommissar. Soll ich im Nachhinein noch schlecht über Sie reden? De mortuis nihil nisi bene. Wie bitte? Sie sind ein taktvoller Mensch. Diese Fotos hat der junge Niebel gemacht. Der hat überall rumgeknipst. Bitte. Ja, bloß nicht da, wo es für uns wichtig wäre. Tja. Aber wenigstens haben wir jetzt von allen im Bus einen Konterfei. Hat Metzger Abzüge mit nach Freudenstadt genommen? Ja. Er muss übrigens gleich anrufen. Hoffentlich bringt uns das weiter. Die Würgemale. Das passt auch gut dazu, dass die Leiche auf dem Wasser schwimmt gefunden wurde. Kehlkrampf. Die Lunge war bei Antritt des Todes prall gefüllt. Na und? Alkohol. Oh, relativ geringe Spuren. Bei der Magensektion, da haben wir Barbiturate gefunden. War schon längere Zeit vorher eingenommen. Aber wer nimmt denn Schlafmittel mitten am Tag? Ja. Ist in der Tat alles ein bisschen seltsam. Entschuldigen Sie, Störungschef, aber Kommissar Finke aus Kiel will heute noch persönlich hier eintreffen. Hallo? Verstehen Sie das? Nee. Was will er denn selbst hier? Das weiß ich nicht. Übrigens, Metzger hat aus Freudenstadt angerufen. Unsere Vermutungen haben sich bestätigt. Im Moment befindet sich der Herr an der Spielbahn. Gut, dann holen Sie näher, aber schnell. Mark und Reisechecks im Wert von 1200 Mark. Alles am selben Tag in Freudenstadt abgehoben, Herr Kladde. Ja, das war doch gereicht, Herr Kommissar, oder? Ja, sicher. Aber wir haben bei der Toten diese Summen nicht gefunden, bloß ein bisschen Handgeld. Und die Beamten von der Post sowohl wie von der Bank haben ausgesagt, dass Freund Turowski in Begleitung eines Mannes war, als sie das Geld abhob. Hat er schon. Und dieser Mann waren Sie, Herr Kladde. Wir haben den Beamten Ihr Foto gezeigt. Ja, dann vermuten Sie das Geld bei mir. Und wo muss es ja geblieben sein? Herr Metz ist mir nur geschenkt, hat Herr Kommissar. Hat sie das? Herr Kommissar, Sie haben sicher schon rausbekommen, dass ich vorgestraft bin. Leugnen bringt nichts. Ich hab da Praxis. Ich werde Ihnen erzählen, wie die ganze Sache war. Das ist sehr vernünftig, Herr Kleine. Also, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass die Dorowski sich mir in den Hals gehängt hat. Jetzt hat sich fest eingebildet, ich würde sie heiraten. Und Sie haben sie auch in dem Glauben gelassen? Zum halb und halb. Jedenfalls hat sie Ihnen ihr ganzes Geld gegeben. Warum eigentlich? Ja, sie wollte fliehen. Vor wem? Vor der anderen. Von Kern? Ja. Und wohin, wenn ich fragen darf? Nach Frankreich. Ich hätte dort bestimmt noch reden können. Fräulein Turowski hat also wirklich geglaubt, dass Sie sich mit ihr absetzen würden. Muss sie ja wohl, sonst hätte sie mir nicht das Geld gegeben. Wissen Sie, Herr Kommissar, ich bin im Land nicht so wie Chemie. Ja, verstehe. Und wo sollte das dann stattfinden? Ja, von Baden-Baden aus. Nein, besser gesagt, wir machen doch morgen einen Abstrich nach Straßburg. Ach, da. Ja. Das hätten Sie natürlich nie gemacht mit ihr, fliehen. Denken Sie, Herr Kommissar, da wäre irgendwas dazwischen gekommen oder so. Ja, es ist ja auch was dazwischen gekommen, Herr Kladde. Womit ich aber nichts zu tun habe, Herr Kommissar. Sie, der Papieten, schmeiße ich niemand ins Wasser. Sind diese Papieten noch in Ihrem Besitz? Noch, ja, Kommissar, aber es gibt hier eine Spielbank. Ja. Es gibt hier auch ein hübsches Gefängnis, Herr Kladde. Was, wenn wir so schön stehen? Ja. Ja, führen Sie doch Herrn Kladde bitte nach nebenan. Wir unterhalten uns dann nachher weiter. Herr Schenker. Bitte. Ja, das nenne ich eine Überraschung. Kommt doch mal zu dir. Kommt da rein, Kollege Finke. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ein Cognac oder ein Kaffee? Ja, Kaffee würde ich sagen. Danke. Drücken Sie doch bitte den Kaffee rein. Es handelt sich um einen alten Bekannten. Hallo? Der hier unter Ihrer Reisegesellschaft ist. Kladde. Ah, Kladde. Ja, das heißt, ich habe nur einen Verdacht. Der hat ein ziemliches Vorstrafenregister, der Junge. Heiratsschwindel, Versicherungen, Erbschaften und so weiter. Das habe ich mir gedacht. Ja, Sie haben Glück. Ich habe ihn eben verhaftet. Er sitzt nebenan. Sie können ihn gleich verhören. Vielleicht ergibt sich für uns aus diesen Befragungen ein Geständnis. Schön wär's ja, nicht? Das ist übrigens eine unangenehme Type. Hat er schon mal eingesessen? Nee, Bewährung. Und was macht der Mann in Kiel? Beruflich? Ja. Ja, also,
Das lässt sich schwer feststellen. Damals hat er so Kaffeefahrten mit Hausfrauen gemacht. Versucht, den Pelze anzudrehen. Ja, und jetzt bin ich hier wegen Scheckbetrug. Scheckbetrug? Ja, trotzdem, ich weiß nicht. Bei mir jetzt Mord. Affekt scheidet aus. Weiß man. Ich beneide Sie nicht. Übrigens, die Namen, die mir Ihr Assistent da durchgegeben hat, scheinen ja alles ganz brave Kieler Bürger zu sein. Das ist es ja. Ich habe noch nie so gehangen, was das Motiv für einen hat. Was hat sie gesagt? Nicht Sie fragen, mich, Herr Knatter, ich frage Sie. Hat sie mich verdächtigt? Seien Sie doch nicht nervös. Wie als möglich. Wieso? Sie wissen, was Ihr Beruf ist. Ja. Also angeblich war Martha, ich meine Fräulein Turowski, doch nicht ganz da, bevor das passiert ist, nicht wahr, Herr Kommissar? Es war nicht nur der Alkohol, Herr Kommissar. Sondern? Haben Sie keine Autopsie gemacht? Natürlich. Und nichts festgestellt? Doch, Herr Knatter. Das war sie. Was Sie meinen, diese dumme Gans. Ich habe Sie davon abhalten wollen, ich schwöre Sie, Herr Kommissar. Was Sie meinen, das war ein Kern hier, das Barbiturat gegeben hat? Ich weiß nicht, was es war. Sie kennt sich da ja aus. Und sie kannte die Gewohnheiten der anderen. Wann überfahren? Vorher. Aber warum sollte sie das gemacht haben? Diese Pute, diese alte... Also bitte beherrschen Sie sich, bitte. Herr, bring dann da ein was rein. Ich bin, weiß Gott, kein unbeschriebenes Blatt. Ja. Ich habe Sie was gefragt. Damit es uns nicht im Weg ist, wenn wir abhauen. Fräulein Kern hat ja doch geglaubt, wir fahren bis Baden-Baden durch. Hat ja auch die Nacht, da mummeln Sie nicht mit einkalkuliert, dieser Dose nehmen. Bitte! In den Schnaps hat sie getan. Bitte? Ja, was nicht. Soll sich Ihre Handtasche gegrabstraben oder so? Ist ja nicht so schwierig. Sie haben ja auch Praxis drin, ne? Herr Kommissar, Sie sind mit mir auf dem falschen Dampfer, ich schwöre es Ihnen. Fräulein Turowski sollte also richtig betrunken sein, beziehungsweise erscheinen. Um unsere Flucht nicht zu stören. Sagen Sie mir, Herr Kommissar, ob die Weiber nicht spinnen, aber echt spinnen. Yeah! Hüdinge. Ich würde sagen, dass wir uns doch alle freuen, dass Herr Klatte wieder auf freiem Fuß ist, nicht wahr? Das ist ein Wort, Herr Pastor. Sie sind ein Mensch. Ja, und warum ist der Haftbefehl aufgehoben worden? Weil ich schlecht vom Knast aus jemanden abmurksen kann. Ach, Sie meinen, dass der Mörder von Fräulein Turowski auch der Mörder von... Herr Lüdecke. Nein, ich meine gar nichts. Die Polizei meint das. Schon wieder ein Mord. Mit derselben Leid in Baden-Baden. Und mir wäre in dem Zusammenhang auch wieder erwähnt. Einsperren sollten wir sie alle zusammen, die Bagage. Chefin, die Handtücher habe ich im Geldhäusle gefunden. Aber wer macht denn sowas? Und die sehen so unbenutzt aus. Also doch was. Ich war mir doch ganz sicher, dass ich überall Handtücher ausgelegt habe. Ja, bist ja sicher. Aber natürlich, es kann nur Zimmer 7 gewesen sein. Das melde ich sofort. Nix. Das melde ich? Nix. Chefin, das muss man melden. Genügt es nicht, wenn ich sage, dass ich es getan habe? Nein. Sie sind doch noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, Frau Lorenz. Das Ganze ist für uns so unerklärlich, dass wir es einfach noch nicht glauben wollen. Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Sie hat Fuhre zu mir gesagt. Wer? Und noch andere Sachen in der Art. Wer hat das zu Ihnen gesagt? Die Turowski. Wann hat sie das gesagt? An dem Abend. Wo? Am See. Warum hat sie das zu Ihnen gesagt? Ich habe eine Dummheit gemacht, Herr Kommissar. Ich hätte mir das selber nie träumen lassen. Nie. Aber es ist passiert in Zürich. Wir hatten alle etwas getrunken. Wir waren die Letzten, die raufgingen. Mein Zimmer lag neben dem Seinen. Wessen Zimmer? Lüdeckes. Sie hatten ein Verhältnis mit Herrn Lüdecke. Wenn man das so nennt. Das ist alles beschämend. Ach, was? Darum ist doch nichts beschämend, Frau Lorenz. Ich bitte Sie. Und Frau Turowski hat das gewusst? Nein, niemand hat es gewusst. Erst an dem Abend hat sie es erfahren. Ich lebte in ständiger Angst, dass die Sache rauskommen würde. Warum denn Angst? Was kommt da vor? Entschuldigen Sie, Frau Lorenz, das geht mich natürlich nichts an, aber haben Sie Herrn Lüdecke geliebt? Möglicherweise. Aber er und ich... Verstehen Sie, erstens... Der Standesunterschied und dann,
Ich verkehre in der Kieler Gesellschaft und das waren meistens Kieler, die da mitfuhren. Außerdem bin ich Studienrätin. Gudrun Falk ist meine Schülerin. Stellen Sie sich vor, die hätte das erfahren. Es wäre unmöglich, ganz unmöglich. Ja, ja. Und wie hat Fräulein Turowski das erfahren? Ich traute mich nicht mehr, mich mit ihm im Hotel zu treffen. Ich hatte Angst. Und da... ich kann es nicht sagen. Da haben Sie sich nachts mit ihm im Bus getroffen. Und Fräulein Turowski kam aus der Toilette und hat sie gesehen. Und dann? Ich wollte mit ihr sprechen. Sie sind ja also nachgegangen, an den See. Ja. Aber wie? Der Empfangschef hat doch gesagt... über den Balkon, die Terrasse. Ich wollte sie bitten zu schweigen. Es stand so ungeheuer viel für mich auf dem Spiel. Ich hätte ihr sonst was gegeben, aber da hat sie diese Worte gesagt, diese schrecklichen Worte. Ja, da haben Sie die Nerven verloren. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Mir war plötzlich schwarz vor Augen. Mir war nicht klar, was ich da tat, glauben Sie mir. Erst im Hotel kam es mir zum Bewusstsein. Und da... verschafften Sie sich das Alibi mit den Handtüchern. In meiner Panik kam plötzlich eine Luzidität über mich. Ich wusste genau, was ich zu tun hatte. Es musste mich jemand sehen auf dem Zimmer, sofort. Ich stellte mich unter die Dusche, versteckte die Handtücher im Koffer und läutete nach dem Zimmermädchen. Naja, und das Zimmermädchen brachte Ihnen dann neue Handtücher und Sie hatten ein Alibi. Sie sehen ja, was für ein Alibi. Die ganze Nacht habe ich mir überlegt, wohin mit den Handtüchern. In meinem Koffer wollte ich sie nicht lassen. Irgendjemand hätte sie entdecken können. Lüdecke zum Beispiel. Und morgens sind Sie dann in aller Frühe an den See gegangen und haben die Handtücher in dieses alte Quellhäuschen geworfen. Ja, ich wusste ja nicht, wohin damit. Ich war ja verrückt. Und dabei hat sie der junge Niebel ahnungslos geknipst. Ja, aber ich wusste nicht, dass er fotografiert hatte. Als er mir gestern Abend strahlend das Foto zeigte, dachte ich werde wahnsinnig. Wenn man die Handtücher finden würde und dann dieses Foto und dann den Zusammenhang. Ich habe es mir von ihm schenken lassen, aber da war noch das Negativ. Danach, nach diesem Negativ, haben Sie dann in seinem Zimmer gesucht? Ja, ich wusste ja nicht, dass er die Filme in seiner Tasche hat. Und Lüdecke? Ich hatte mir ein Taxi bestellt in Baden-Baden. Ich wollte noch einmal rauf zum Mummelsee, die Handtücher da wieder rausholen. Da hängten sich dieser Pfarrer und Lüdecke an mich und es ging nicht. Ich musste mich irrsinnig zusammennehmen, verstehen Sie? Ich konnte nicht einmal sagen, wohin ich eigentlich fahren wollte. Da sagte er vielleicht zum Mummelsee. Ich bin zusammengezuckt. Er hat mich so komisch angesehen. Da wusste ich, er weiß es oder ahnt es. Von da war es aus. Ich war wie in Trance. Es darf nicht rauskommen, dachte ich. Auf keinen Fall darf es rauskommen. Ich habe ihn dann abends gefragt, was er mit dieser Frage gemeint habe. Ob Sie noch einmal zum Mummelsee fahren wollten? Ja. Er sagte nichts. Ich sage, sowas sagt man doch nicht so unbeabsichtigt. Sieht er mich so seltsam an, lacht noch und sagt, warum ich auf der Geschichte so rumreite. Schließlich ein Motiv für die Tat könnte ja auch ich haben. Schließlich hätte die Turowski uns im Bus ertappt. Ja, und da war es Ihnen klar, dass er alles wusste. Heute bin ich mir darüber im Zweifel. Sie können sich nicht vorstellen, in welcher Verfassung ich war. Doch, Frau Lorenz. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe mir ganz konzentriert überlegt, wie. Das war das Grausigste, diese Klarheit. Warum in Brödersens Zimmer? Ich sah zufällig, wie er sich da rumschlich. Er hatte wohl von diesen Heften gehört. Ja, mein Gott. Er wollte sich sowas mal ansehen. Er sah sie sich an. Hat er ja sie bemerkt? Nein. Er war vertieft in das. Da lag der Brieföffner. Ich wollte nicht. Ich habe mich dagegen gewehrt, aber ich bin eine Mörderin. Jeder Anfang hat ein Ende. Danke fürs Lauschen und bis demnächst. Hierbei Hör mal zu, deinem Kanal.